Okay. Ich finde immer mehr Mac-Money. Das ist einerseits ganz gut, andererseits beunruhigt mich das auch ein bisschen, weil wir die dann dementsprechend auch brauchen. Ich glaube, ob wir noch eine Fernzündermine demnächst mal wieder hernehmen, weil wir haben echt 4 Stück, gell? Das sind wir mittlerweile 14 Stück oder so. So, kurz die Schrot gezückt hier in den engen Gängen. Ja. Wow. Ist gut in den engen Gängen. Bitte hier nochmal. Oder? Es ist du wieder sein Gesicht gegen die Wand geknutscht. So. Ich habe das Gefühl, dass wir das Minecart hier durchschieben müssen. Ja. Weil hier geht's augenscheinlich nicht weiter. Ne. Hier müssen wir einmal durch. Also machen wir das auch. Wie geht's eigentlich? Ja, okay, wir könnten mal ganz kurz so ein bisschen Crowd. So. Ist aber wieder grün. Ist doch angenehmer. So, jetzt wieder ein bisschen offener. Geradeaus oder links? Ich glaube erstmal links. Erstmal links? Ich glaube geradeaus geht's weiter. Weiß ich halt nicht. Oder nee, ich glaube links geht's weiter. Ja, hier ist safe. Hier ist safe. Dann schauen wir noch ganz kurz zum Minecart vor. Kommen wir eh nirgends hin. Alles klar, ich dachte, wir können dran vorbeischauen. Vielleicht finden wir noch Muni oder so. Kann ja nicht schaden, aber gut. Dann halt nicht. Oh oh. Ich dachte, nee, durch. Kann's nicht. Nee, nee, nee. Ich glaube nicht. Nee, das hat auch ein bisschen tief ausgesehen. So. Nicht, dass auf einmal das Bergwerk einstürzt. Das wäre natürlich auch der Schicht. Würde mir zu viele Explosionen verursachen. Ich hab's ja gerade noch gedacht. Sind hier unten eigentlich auch Sprengkisten? Boom! Lukas, ey. Alter, boah, die hat reingezogen. Der Lukas, ey. Ich hab richtig reingezogen. So. Da steht ein Laptop. Haben wir? Nein, haben wir nicht. Das ist schade. Okay, wir müssen interagieren, es hilft ja wohl nichts. Hier haben wir sonst Steroide. Okay. Ein Kraut. Ein Kraut kann man gleich auch. Ja, das brauchen sie jetzt nicht. Doch, okay, gut. Oh. So. Auf jeden Fall nehmen wir die Steroide mit, das ist ja sonnenklar. Permanente Gesundheitserhöhung ist natürlich schon. Richtig, richtig nice. So, dann. Februar, 16. Januar 2015, 0:42 Uhr. Ich glaube, das ist aktuell. Ich bin mir nicht ganz sicher. Dank euch ist mein Kopf jetzt seit einer Woche wieder klar und zurück auf normal. Und sie denkt immer noch, dass sie mich hat. Da müsst ihr echt mal dran arbeiten. Sie sieht nicht nur wie ein kleines Kind aus, sie ist auch noch genauso blöd wie eins. Mom und Dad sind aber immer noch voll drauf. Voll drauf. Ich habe mir Gedanken gemacht. Ist diese Fixierung auf Familie etwas, das ihr ihr einprogrammiert habt? Ist ein bisschen krank. Gesendet. Freitag, 4. November 2015, 2:10 Uhr.
Mir, das Miststück ist immer noch irgendwo zwischen Ivy Märchenland und Realität. Sie kann ziemlich gewalttätig werden. Also habe ich sie in eine Zelle gesperrt. Dachte, vielleicht macht das Evelyn ärgerlich, immerhin ist Mia ihr Liebling und so. Aber es scheint sie nicht zu kümmern. Sie geht sie sogar manchmal besuchen. Sie denkt, Mia ist ihre Mami. Wie gesagt, eure Bio-Waffe ist nicht ganz dicht. Von wem ist das geschrieben? Gesendet, Freitag, 1. September 16, 1.10 Uhr. Evelyns Familienfixierung nimmt langsam Überhand. Sie lässt sie lässt sich an mehr und mehr Arschlöcher von der Straße schnappen und fügt sie ihrer Freakshow von einer Familie zu. Vielleicht ist sie es leid, darauf zu warten, dass Mia zu ihr findet. Aber es ist eine Scheißarbeit für mich, weil ich den ganzen Schweinekram aufräumen muss, wenn jemand Neues kommt. Ist das von Lucas? Nee, ich glaube von dem Vater, glaube ich, was. Oder vom Vater oder sogar von Ellen? Übrigens sieht Ivy krank oder so aus. Ihre Haut ist ganz faltig und sie bekommt graue Haare. Oh. Moment. Das ist die Oma. Moment. Soll das so sein? Es ist, als würde sie auf einmal alt werden. Das ist die Oma. Die Oma ist Ivy. Aber wer ist Kann denn das Ivy? Sein? Aber wer ist dann das Mädchen? Ja, die wandert sich ja wieder zurück. Die Oma kann sich ja auch porten. Aber mal so unten in den Gang rein. Wie vor ein paar Folgen, you know? Warte, dann hat sie ihren... Wenn sie ihren Anfall hat, ist sie dann Ivy. Und wenn sie dann keinen Anfall hat, dann ist sie die Oma. Boah, das wäre voll gruselig. Weil Mia hat ja auch ab und zu keinen Anfall gehabt. Dann war sie normal. Und ja. Wenn sie die normal ist, dann ist sie die Oma. Boah, fuck. Boah, jetzt wird's richtig abgefahren. Jetzt kommt der richtig harte Mindfuck. Boah, ohne Witz. Am Ende ist Ivy und die Oma wirklich eine und dieselbe Person. Das wäre natürlich der Shit. Boah, fuck. So, ja, gut, vorne. Ich sehe einen Savepoint vor uns. Infection Report. Wow, das kann man ja. Drück mal F. Sehr gut lesen. Danke. Dieser Bericht beschreibt im Detail die auftretenden Symptome, wenn das im Inneren der E-Serie gezüchtete Bakterium E-Serie E001 die Omi auf dem Bild und wir haben die Gewebeprobe, wo auch E001 draufsteht und das Evelyns Gewebeprobe. Ach du Scheiße. Wenn das im Inneren der E-Serie gezüchtete Bakterium einen Menschen infiziert. Bitte lesen Sie dieses Dokument aufmerksam durch, bevor Sie mit einem Individuum in Kontakt treten, das durch die E-Serie zur Waffe gemacht wurde. Wird im Nachfolgenden als Schimmelpilz bezeichnet. Primärinfektion. Der Schimmelpilz nimmt Nährstoffe vom Körper des Wirts auf, um sich auszubreiten, und übernimmt langsam die Zellen im Körper. Als ein Nebeneffekt davon gewinnt das infizierte Individuum erstaunliche regenerative Fähigkeiten. In Experimenten entfernten wir Arme und Beine von Testpersonen und fanden heraus, dass sie imstande waren, die amputierten Gliedmaßen in wenigen Minuten wieder anwachsen zu lassen. Das haben wir schon gesehen, unter anderem auch mit einem Gehirn. Mittleres Stadium der Infektion. Sobald der Schimmelpilz das Gehirn erreicht, werden die Gedanken des infizierten Wirtes mit denen der E-Serie, des E-Serie-Vermittlers in Einklang gebracht. Okay, also Evelyn kann sie wirklich tatsächlich kontrollieren, mehr oder weniger. Der Wirt beginnt Dinge zu hören und Halluzinationen zu erleben. Das, was Mia erlebt hat. Sie hat den Kleinen ja gesehen, obwohl sie gar nicht da war. Bald darauf gerät er vollständig unter die Kontrolle des E-Serie-Vermittlers. Was zum Schluss dann war. Wenn dieser Zustand anhält, verliert der Wirt jeglichen Sinn seiner selbst. Endstadium der Infektion. Nachdem jede Zelle im Körper von Schimmelpilz eingenommen wurde, verliert der Wirt langsam seine menschliche Gestalt. Die Form der Mutation unterscheidet sich je nach Fall, aber geht stets mit einer enormen Steigerung der körperlichen Stärke einher. Ja, das kennen wir auch. Ein Individuum in diesem Stadium einzudämmen ist extrem schwierig. Okay, also die liebe Omi ist Evelyn. Das haben wir gecallt. Evelyn ist der Endboss. Ja, oder die Omi.
Wir hatten in jedem Fall recht. 10 Minuten nach Dosis. Tot. Innere Toxin E-Serie. Dosierungstest. 5 Minuten nach Dosis. Erbrechen. Das ist doch der Vater. Das ist doch Jack und das ist doch die Kleine. Sam, ja. Ich hab Angst, dass gleich irgendwas kommt. Ich hoffe, wir sind hier sicher. 12 Minuten nach Dosis. Kalzifikation der Zellen. Ja, genau. Die wurden weiß und so. Das. Tage der Quiet. Was ist das? Das ist der Koffer, wo wir die Gewebeprobe einführen müssen. In Nekrotoxin. So, jetzt haben wir den gesamten Text. Der war im Video, oder als wir Bier auf dem Schiff gespielt hatten, war derselbe Koffer da und da war der Text ja ich sag mal, bisschen zerstört. Zerstört Zellmaterial alle Individuen, die auf der E-Serie Biowaffe basieren. Nur für die Beseitigung von E-Serie Objekten zu verwenden. Das Toxin muss vor der Verwendung stimuliert werden. Geben Sie dazu eine Probe von E-Serie Zellen in den Nekrotoxinbehälter. Alter, jetzt gehen wir richtig in den Resident Evil rein. Das machen wir gleich. Was haben wir hier noch so? Noch weitere Dokumente. Alter, voll die Story-Folge gerade. Dieses Projekt wurde 2000 als eines von mehreren Konzepten im Rahmen der NextBus-Initiative Next Generation Experimental Battlefield Superiority. Bah! der Firma initiiert. Um unterstützt durch technische Hilfe des HCF seine Biowaffe zu entwickeln, die feindlichen Kämpfer mit minimalem Direktkontakt im großen Stil zu neutralisieren. Die NextBus-Initiative wurde später abgewickelt und alle Ressourcen wurden zu diesem Projekt umgeleitet. Was dieses Projekt stark von konventionellen Waffen unterscheidet, ist die Fähigkeit, feindliche Kämpfer zu Mitstreitern zu machen, gegnerische Elemente zu willigen Dienern. Da dies die Kosten nicht nur für den Umgang mit Kriegsgefangenen, sondern auch die für den eigentlichen Kampf praktisch auf Null reduziert, ist es kein Wunder, dass Piep und selbst die Piep-Organisation von Piep sich darauf stützen. Ich glaube, Umbrella Organization. Ich glaube auch. Wir werden es noch rausfinden, hoffe ich. Das Projekt würde gar nicht existieren, wenn dort nicht die Entdeckung von Piep in Piep gewesen, dem erstaunlich fortgeschrittenen Vicariants Evolution Fungus, den wir gewöhnlich als Mutamycet bezeichnen. Geht auch noch komplizierter, die Namen, ey. Die Herstellungsmethode ist jeder Biowaffe sah vor, das Mutamycet-Genom einem menschlichen Embryo vor der vierzelligen Stadium zuzuführen, und dieses dann über einen Zeitraum von 38 bis 40 Wochen in einer kontrollierten Umgebung zu kultivieren. Klar. Die daraus resultierenden Organismen wurden als Kandidaten bezeichnet und nach ihrer Nutzbarkeit kategorisiert. Von der impraktikablen und fehlerhaften A- bis D-Serie bis zur perfektionierten E-Serie als äußere Erscheinung wurde einheitlich die eines etwa 10-jährigen Mädchens ausgewählt, um die einfache Integration in Stadt- und Flüchtlingspopulation zu gewährleisten. Evelyn. Die Omi. Ich komme gerade noch nicht so ganz drauf klar, aber okay. Das erste Experiment der E-Serie, genannt Evelyn, erwies sich als fähig, Mutamycet irgendwas nach Belieben aus ihrem Gewebe auszuschneiden. Es muss auch angemerkt werden, dass Evelyns Mutamycet, wenn es einem Wirtorganismus zugeführt wird, diesem eine tiefgreifende Kontrolle über Körper und Geist aufzwingt. Wir müssen noch viel über den Mechanismus lernen, mit dem Evelyn diese Kontrolle erreicht und aufrechterhält, aber die gängige Theorie ist, dass der Überträger den Autoinduktor-Pheromonen ähnelt, die Bakterien der Art Pseudomonas für... Was? Quorum-Sensing benutzen. Danke, Quorum-Sensing. Alter, ohne Scheiß. Liest du 5000 Sachen vor und jedes zweite Wort ist irgendein
ein medizinischer Fachbegriff, der ausgedacht ist, ey, ohne Witz. Oder auch nicht ausgedacht, ich habe keine Ahnung. Evelyns Kontrolle manifestiert sich in einer Reihe individueller Stadien, von denen das erste Halluzination ist. Fast sofort nach der Infektion sieht der Wirt Erscheinungen von Evelyn, obwohl sie nicht tatsächlich anwesend ist. Okay, Mia, check. Und hört sogar ihre Stimme, die von niemandem sonst wahrgenommen wird. Mia, check. In Interviews mit infizierten Testpersonen... Interviews mit infizierten Testpersonen über alle Stadien der Infektion zeigten, dass Evelyn zunächst wie ein normales junges Mädchen auftritt, das manchmal gesellschaftlich oder Gesellschaft oder Hilfe anfragt. Ich hab total durch gerade. Mit der Zeit fängt sie aber an, innere, extremere Forderungen zu stellen, unter anderem Selbstverstümmelungen und Angriffe auf andere Menschen. Der dadurch ausgelöste psychologische Schock hilft, die natürlichen Barrieren des Geistes gegen Evelyns Gehirnwäsche aufzulösen. Und wenn die mentale Kontrolle einmal erreicht ist, hat sich die Mutamycet-Infektion durch die Zellen des Körpers ausgebreitet, sodass der Körper am Arsch ist. So, kurz etwas aufgelesen. Alter.